Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und diesmal ist es kein Magnetangeln, sondern wir verbauen heute eine Auspuff-Edelstahl-Anlage in dem Golf 3 Cabrio. Mo ist auch da, der liegt da unten. Warte halt. Der Gewinner vom Gewinnspiel, das gibt's am Ende des Videos. Da könnt ihr gespannt sein. Ich weiß es selber noch nicht. Ich wollte es eigentlich jetzt machen, so schon mal. Ne? Aber mir ist aufgefallen, ich habe die ganzen Zettel hier mir alles aufgeschrieben, aber die habe ich zu Hause vergessen. Natürlich doof gelaufen, ne? Ist das hier dieser Aufkleber? Ne? Schön klein. Ich weiß nicht, sieht man das auf der Kamera? Aber ne, aber der leuchtet ja in verschiedenen Farben. Hier Mo an seinem Auto auch so ein riesen Ding hier noch an der Heckscheibe. Ich nenne das aggressive Werbung. Oh ja. Aggressive Werbung. Und wie gesagt, das Video, ich hatte ja beim letzten Video schon gesagt. Und zwar für die TR Technics Auspuff Edelstahl Anlage gibt es keine Bedienungsanleitung so wirklich. Also nehmen wir das auf. Und weil wir beide ja mal so tollpatschig sind. Ja. Wenn wir das, werde ich das ein bisschen mal mit der Kamera begleiten. Also, bleibt dran, wird bestimmt nicht lustig. Haut rein. So Mo, was machst du denn da? Also hier sitzt am Cut sitzt eine Schelle. Und die Schraube für die Schelle ist so ein bisschen abgeilrottet. Und jetzt muss ich das mit der Flex machen. Ich hole mal das Flex. Ja. Boah, Scheiße. Ich habe jetzt da hinten die beiden, gar nicht wahr, da habe ich zwei Schrauben, musste ich abflexen, weil die sehr durchgerottet waren. Und da sind noch zwei Schellen dran. Die müssen ab, damit man nachher dieses Mittelstück hier abkriegt. Dann ist hier eine Halterung, die hier, die muss ab. Und hier hinter sitzt auch noch eine Schelle, die muss auch ab. Und dann kann man das Stück rausnehmen und dann geht das hier vorne weiter. Und dann geht das hier weiter und dann irgendwann beim Endstück. Das war auch wieder so eine Sache. Ich habe zu Kim gesagt, er möchte mir mal wieder Zigaretten geben. Die lagen da hinten. Er schmeißt sie mir da und das Auto. Da in den Eimer. Er trifft sonst nie was. Nie. Aber jetzt. Natürlich. Ne? Geil. Was denn? Mann, Mann, Mann. Also, ich habe jetzt hier den Querträger, die Schiene, habe ich da abgemacht und jetzt ist hier noch eine Schelle und die mache ich jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber mir läuft die Suppe. Nur vom Zugucken. Ja, da muss er die Kamera halten. Ich habe da Fussel im Bart. Jetzt habe ich da nochmal zwei Schellen. Da muss ich die vorderste auf jeden Fall erstmal lösen. Dann kann ich den Endtopf hier rausnehmen. Und anschließend muss ich das alles ein Stück verschieben und drehen und kann das dann alles raus. Dreh hier ab, du. Sitz. Bestimmt 15. Oh, 14.
Ein Wunder, dass beim Flexi eben gerade nicht sein Bart in Flammen aufgegangen ist. Ich bin Glurak. Ja. Feuer Salamander. Du Idiot. Wirklich? Du holst die ganze Zeit da schon in der Ecke rum. Oh. Mo, eine Frage habe ich jetzt. Was machen wir jetzt? Hören wir auf? Aber nein! Du musst die Halterung abnehmen! Das geht so nicht! Was du jetzt? So, ich habe jetzt soweit alles ab, bis auf hier den Mittelschalldämpfer. Da hinten das Endstück. Und hier vorne sitzt die eine Schelle. Die war hier drum. Die habe ich jetzt abgeschoben, in der Hoffnung, ich kriege das Rohr von dem Mittelschalldämpfer abgetrennt. Aber ich muss das alles hier so ein bisschen rausdrehen und rausfriemeln, weil der hier natürlich so ein bisschen über Eck geht. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das am dümmsten mache. Ich habe jetzt von dem neuen Auspuff, habe ich dort hinten das lange Endstück an den Cut rangesetzt. Und die Felle, die Schelle festgezogen und das E-Prüfzeichen nach unten gedreht, so dass der TÜV-Prüfer sehen kann, oh, alles klar, darfst du mitfahren. Jetzt nehme ich den Mittelschalldämpfer, werde den hier oben wieder rein drehen und mit dem Stück verbinden. So, Matisia. Ja? Was denn? Stirnkopf gestoßen hat er sich. Nein. Ich habe dich vorhin gefragt, ja, bei dem anderen Mittelschalldämpfer, ja, ob das Ding längs ist oder gerade ist. Da hast du gesagt längs. Das Ding ist gerade. Ja, du hast gesagt gerade. Nein, du hast gesagt längs. Nicht gerade. Nein, hast du nicht. Nee? Hör auf zu spinnen. Weiß ich nicht. Oh. So, auf jeden Fall muss ich das jetzt so da an der Achsel und so und den an das lange Elend da hinten. Und mal gucken. So, wir hatten den Mittelschalldämpfer hatten wir schon einmal dran. Ich musste aber leider noch diese da, diese Nase, die war hier oben drauf. So, das hat aber leider nicht gepasst, weil ich die Dinger hier nicht in die Gummis bekommen hätte. Da hätten mir 2 cm gefehlt. Somit musste ich das abflexen und jetzt schieben wir das nochmal alles zusammen. Die Gummis drauf und dann kommt der Endtopf und dann sehen wir weiter. So, nachdem wir denn den Mittelschalldämpfer dran gekriegt haben, haben wir auch den Endtopf dran gekriegt. So sieht das Ganze denn aus. Haben wir die Schellen alle wieder festgezogen. Die Muffen wieder alle dran. Alles zusammengeschoben. Natürlich zusammengeschoben, festgemacht. Angemacht. Und es läuft. Er hört sich sehr, riecht sehr neu. Aber wir wollen ihn gleich erstmal einfahren, beziehungsweise eine kleine Rundfahrt machen. Testfahrt und dann sehen wir weiter. Ho! Mo? Ja. Was machst du da jetzt?
Ich habe die letzte Schelle ran gemacht, weil... Wir haben am Anfang des Videos gesagt, da fehlt eine Schelle. Zur Not fahren wir nochmal los und holen wir eine. Ich habe so die Kartons zusammengepackt. Und was sehe ich? Eine Schelle. Ja. Ja, die habe ich jetzt nochmal, die habe ich jetzt aufgebogen, um den Vorschalldämpfer. Vorschalldämpfer gemacht. Für den Kapter. Und jetzt ist das Ding fest. Jetzt haben wir auch alles, jetzt ist das auch alles Dino komplett und fertig. Ja. Oh, hier ist es angenehmer, ne? Ja. Also, ja. Ja, hier unten nicht ganz so, weil es ist ein bisschen warm hier unten, aber sonst alles gut. Ja, ich gehe da mal raus, ne? Ja. So, alles klar. Jo. Das war seine Auspuffanlagenmontierung. Danke, Mo. ja. Achso, ich habe den Gewinner vergessen. Also, mach ich gleich zu Hause. Da wieder alles stehen. Also, das kommt dann gleich zum Schluss. Also, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Hast du noch irgendwas? Nö, war gut. War gut. War gut. Ja, mal was anderes. Ja, das schraube ich ja immer bei mir im Auto. Aber ohne Auspuffanlage. Doch, hat funktioniert. Bisschen knifflig hier und da, aber hängt unter, läuft, hört sich gut an. Ja, und ich schwitze auch. Auch geringfügig. Als hätte ich so viel gemacht. Ich habe die Kamera gehalten. Ich habe ihn animiert, weiterzumachen. Ja. Ne? Ja. Einer muss es ja machen. So, in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, ganz vergessen. Wir haben schon den nächsten Tag. Ich war gestern, ich war durch die Wärme und alles. Ich war so im Moas, tatsächlich. Aber jetzt kommen wir noch zu dem Gewinner. Nochmal durchmixen. Da bin ich mal gespannt, wer denn der oder die Gewinnerin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so korrekt war. Keine Ahnung. So, ich mixe das hier noch einmal durch. So. Denn. Bin ich mal gespannt. Oha! Bernd offiziell. Bernd offiziell hat gewonnen. 2 Aufkleber. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mir auf Instagram deine Adresse und ich werde sie dir zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und somit hat das Video jetzt endlich ein Ende. Habt euch genug gelangweilt. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.